Der Kontakt zwischen Familienangehörigen, die weit entfernt voneinander leben, wird nicht mehr allein durch Brief und Telefon aufrechterhalten. Mit einer Videokamera können Sie jetzt glückliche Augenblicke Ihres Familienlebens in Bild und Ton festhalten und die bespielte Kassette dann Ihren Lieben in der Ferne schicken. Aha, ist das hier richtig bei Tanislavski? Also, Netzschalter auf On, die beiden Tasten Start und Aufnahme gleichzeitig drücken, aber die Kamera erst auslösen, wenn die beiden Herren mit dem Klavier in der Wohnzimmertür erscheinen. Sind wir hier richtig bei Tanislavski? Ja. Hast du verstanden? Ja. Na, dann sag doch was. Wir kommen von der Firma Cervonka. Ich weiß, meine Herren. Dieses Instrument ist ein Geschenk von meiner Mutter, die in Massachusetts lebt, in den Vereinigten Staaten. Es hat also immerhin eine Reise von 8000 Kilometer per Schiff hinter sich. Und wir möchten die Ankunft des Klavieres und die freudige Überraschung im Familienkreise als Film festhalten. Also nicht Film, so Videorekorder. Auf Kassette. Wir haben ein TV-Heimgerät und wir schicken dann die Kassette meiner Mutter in die Staaten. Thomas, läuft das Band? Ja. Also bitte, dann kommen Sie jetzt. Zu gleich! Und wenn Sie den Wohnraum betreten, sagen Sie einfach Guten Tag oder was Sie eben so sagen. Und das Ganze ein bisschen lebhaft. Wissen Sie, soll fröhlich wirken. Martin, du musst doch hier mit im Zimmer sein. Ich komme. Warten Sie, bis ich jetzt sage. Also Kinder, alles wie besprochen. Muttilein, du klatscht in die Hände und rufst, was ist denn das? So richtig freudig überrascht. Heinz Herbert und Klaus Dieter, schau mal, Opa, das schöne Klavier. Und du, Helga, wie war das? Ein Klavier, ein Klavier. Ach ja, und dann sage ich, Mutter, wir danken dir. Und du, Thomas, achtest drauf, dass das Klavier immer schön im Bild ist. Ja, ja. Jetzt. Läuft das Band? Ja, doch. Sie kommen. Guten Tag. Was ist denn das? Schau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Halt. Halt! So geht das nicht. Meine Herren werden natürlich angenommen, Sie hätten das Klavier bei sich. Soll es hier rein? Ganz recht, dort an die Wand. Ach, und es wäre vielleicht doch gut, wenn Sie, nachdem meine Frau gesagt hat, was ist denn das, wenn Sie dann sagen würden, das ist ein Geschenk von Frau Berta Panislowski aus Massachusetts. Das ist meine Mutter. Und du, Helga, du sitzt da so steif. Es muss natürlicher aussehen. Ist doch ein Stück Kuchen. Das gilt auch für euch. So, bitte sehr. Läuft die Kassette? Ja. Tag. Mein Gott, die ruinieren mir ja die ganze Anrichte. Das ist ein Geschenk von Frau von Schwester. Muttilein, bitte, du musst dich genau an deinen Satz halten. Was ist denn das, gell? Aber die haben mir die Anrichte verschrammt. Das braucht doch meine Mutter nicht zu wissen. Immerhin schenkt sie uns das Klavier. Also, da an die Wand. Herr, wie ist Ihr Name? Finke. Herr Finke, wir müssen die Aufnahme wiederholen. Ah. Und meine Mutter heißt Panislowski, Berta Panislowski aus Massachusetts. Entschuldigen Sie, dass wir Sie noch mal bemühen müssen, aber für Sie ist es doch auch mal was anderes, gell? Läuft das Band? Ja, doch. Sie können kommen. Halt! Was ist denn das? Das ist ein Geschenk von Frau Berta Planiflopski. Schau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Nein, 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 nein. Meine Mutter heißt Berta Panislowski und wohnt im Massachusetts. Bitte, wenn Sie noch einmal hereinkommen würden. Sollen wir denn immer noch Kuchen essen? Ich muss dann auch in die Küche und das Abendessen machen. Wir sitzen jetzt gemütlich am Kaffeetisch und essen Kuchen. Mutters Klavier kommt aus Amerika zu ihrer harmonischen kleinen Familie in Deutschland. Ist das zu viel verlangt? Bitte, meine Herren. Läuft das Band? Jawohl, es läuft. Ich wünsche nicht, dass du in diesem Ton zu deinem Vater sprichst. Guten Tag. Was ist denn das? Das ist ein Geschenk von Frau Berta Panislowski aus Matsche. Wie war das? Schau mal, Opa! Das schöne Klavier! Ein Klavier, ein Klavier. Beinahe. Wir hatten es beinahe. Also bitte noch einmal. Und Herr Finke, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Namen Massachusetts haben, lassen Sie ihn weg und sagen Sie einfach, dass es eben ein Geschenk von meiner Mutter ist. Mir ist schlecht. Nimm dich zusammen, Junge. Machen wir es nochmal. Thomas? Und herein, bitte. Guten Tag. Was ist denn das? Das ist ein Geschenk von meiner Mutter. Schau mal, Opa! Nein, nein, Klavier, nein, 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 nein. Herr Finke, es ist eben nicht ein Geschenk von Ihrer Frau Mutter, es ist ein Geschenk von meiner Mutter. Von Frau Berta Panislowski.
Also bitte. Und alles ein bisschen lebhafter. Helga, gib doch den Kindern mal ein frisches Klavier. Torte. Ja. Und bitte herein. Guten Tag. Was ist denn das? Das ist ein Klavier. Ein Geschenk von Bertha aus Panislavski. Schau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir. Nicht nur der Videoamateur, auch das professionelle Fernsehen hat sich um den Bildschirm verdient gemacht. In diesem Zusammenhang erinnern wir an den Fernsehjournalisten Peter Merseburger, dessen Magazinsendung Panorama 9 Jahre lang Fernsehgeschichte gemacht hat. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Panorama wird heute ein Wissenschaftler von Weltrang, Professor Erwin Damholzer, erneut zur Frage der Bevölkerungspolitik Stellung nehmen. Klaus Karsten präsentiert seinen Bericht über eine Bundestagsrede, die schon jetzt als Meilenstein der demokratischen Entwicklung der Bundesrepublik betrachtet werden muss. Wir begrüßen im Studio Herrn Ministerialdirigent Oldenberg vom Bundesfinanzministerium und Herrn Lauenfeld, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Bank für christliche Sozialwirtschaft. Klaus Schmoller wird Ihnen Fragen stellen zur Vermögensanlage sparwilliger Bundesbürger. Zunächst beleuchten wir jedoch saisonbedingte Umstellungsprobleme eines führenden Unternehmens der deutschen Schwerindustrie. Sehen Sie den Bericht von Klaus Schmoller. Herr Direktor Bensheimer, das Weihnachtsfest hat Sie veranlasst, die Produktion vorübergehend umzustellen. Was wird hier im Rhein-Ruhr-Stahl-Zentralwerk zurzeit produziert? Marzipankartoffeln! Marzipankartoffeln! Herr Direktor Bensheimer, das ist sehr interessant. Was war ausschlaggebend für die Entscheidung von Schützenpanzerwagen auf Marzipankartoffeln umzusteigen? Die Nachfrage, Herr Schmoller, die Nachfrage! Sie werden verstehen, dass unser Schützenpanzerwagen MS-0872 auf dem Gabentisch auch in netter Form nicht gern gesehen wird. Herr Direktor, wann wird der Schützenpanzerwagen 0872 wieder in Produktion gehen? Das regelt die Nachfrage, Herr Schmoller. Wir können in 24 Stunden umstellen. Aha, ist daran gedacht? Ich meine, wäre es denkbar, dass der Schützenpanzer MS-0872 künftig weniger als Stahlkonstruktion, sondern vielmehr, mehr auf der Marzipangrundlage. Oder ich weiß nicht, ob ich mich da richtig ausdrücke. Gewiss, Herr Schmoller, das Marzipan als Ausgangsmaterial für Panzerfahrzeuge hat seine Vorteile. Nur haben wissenschaftliche Nachforschungen internationaler Friedenskommissionen ergeben, dass Marzipan in großen Mengen ebenso unbekömmlich ist wie Schützenpanzerwagen. So weit, so gut. Bezeichnend bleibt die Tatsache, dass hier von Unternehmerseite der Versuch unternommen wird, finanzielle Ausfälle infolge der Unverdaulichkeit herkömmlicher Schützenpanzerwagen über den Magen ahnungsloser, weihnachtlich friedlich gestimmter Süßwarenfreunde auszugleichen. Die Christdemokraten, meine Damen und Herren, haben über Umweltprobleme viel geredet und wenig getan. Was ist von einem konservativen Innenminister zu halten, der in dieser entscheidenden Frage die Antwort eines Wissenschaftlers von Weltruf beharrlich ignoriert? Dieter Wallner sprach mit Professor Erwin Damholzer. Herr Professor, ist daran gedacht? Ich konnte nachweisen, dass die Frau als solche auch in Massen kaum noch als störend empfunden wird, wenn sie kleiner ist als 10 Zentimeter. Herr Professor, konnte darüber hinaus beweisen, dass durch biochemische Größenkorrektur, also künstliche Verkleinerung aller Menschen, auch der Männer, sämtliche Umweltprobleme zu lösen sind. Herr Professor, gestern ist Ihnen der Nobelpreis verliehen worden für die erste gelungene Verkleinerung eines niedersächsischen Ministerialrats von 1,78 Meter auf 0,002 Millimeter. Können Sie uns kurz erklären, wie dieser Versuch gelang? Gewiss. Mithilfe von lauwarmer Ascorbinsäure in Verbindung mit polarisiertem Thiamethylentetramin. Natürlich.
Herr Professor, ist daran gedacht, sämtliche Ministerialräte nun stark zu verkleinern? Nein, Herr Wallner, nein, nein. Es wird erwogen, alle Kraftfahrzeugbesitzer auf eine Durchschnittsgröße von 0,8 mm zu bringen. Zunächst auf freiwilliger Basis. Befürchten Sie da nicht für den Autofahrer gewisse Schwierigkeiten beim Lenken eines Kraftfahrzeugs? Nun, Herr Wallner, einmal ist das ja wohl eine Gewohnheitsfrage. Und zum anderen ein Problem der Automobilindustrie. Für uns ist entscheidend, dass rund 50.000 Personen bequem in einem Mittelklassewagen Platz finden können. Das heißt, dass sämtliche Bewohner der Bundesrepublik in 200 Automobilen nach Italien reisen könnten. Herr Professor. Das heißt, dass in dieser Streichholzschachtel alle Bundestagsabgeordneten zu einer Plenarsitzung Platz nehmen könnten, ohne dass ihre geistige Regsamkeit merklich nachlassen würde. Natürlich. Herr Professor, wären Sie bereit, Ihre Entdeckung jetzt uns einmal, sagen wir, praktisch vorzuführen? Gewiss. Und nun Klaus Karsten. In diese Talsohle des deutschen Parlamentarismus fällt nun ein Hoffnungsschimmer in Gestalt des Abgeordneten Karl-Heinz Stiegler. Die Rede, die der Politiker am letzten Dienstag im Bundestag hielt, ist ein Beispiel für faire Argumentation und eine klare politische Linie. Meine Damen und Herren, was kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden? Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und das sollte man vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich aussprechen, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD-FDP-Koalition habe da und, meine Damen und Herren, warum auch nicht. Und wo haben wir denn letzten Endes, ohne die Lage unnötig zuzuspitzen, da, meine Genossen und meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die Bildungspolitik. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen des Umweltschutzes, und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst hin, wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit, eins steht doch fest. Und darüber gibt es keinen Zweifel. Wer das vergisst, hat den Auftrag des Wählers nicht verstanden. Die Lohn- und Preispolitik geht von der Voraussetzung aus, dass die mittelfristige Finanzplanung und im Bereich der Steuerreform ist das schon immer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit als ernste Verpflichtung. Wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, hier und heute stellen sich die Fragen und damit möchte ich schließen. Letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen. Auf einer ganz anderen, volkswirtschaftlich entscheidenden Ebene liegt unser folgender Beitrag. Die schwindende Kaufkraft der Mark droht das Vertrauen des Sparers zu erschüttern. Zunehmende Sparmüdigkeit breiter Schichten würde jedoch zu weiterer Gefährdung unserer Wirtschaft führen. Heute beschäftigt sich Klaus Schmoller mit diesem Thema. Meine Damen und Herren, ganz besonders bangt der Kleinsparer um seine Rücklagen. Und viele Veröffentlichungen über die komplizierte Materie tragen vollends zu seiner Unsicherheit und Verwirrung bei. Wir haben heute bei uns im Studio Herrn Ministerialdirigent Oldenburg vom Bundesfinanzministerium und Herrn Lauenfeld, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Bank für christliche Sozialwirtschaft. Meine Herren, unser Gespräch soll die Gesamtsituation einmal ganz ungeschminkt so darstellen, wie sie ist. Auch der Laie kann sich dann einen klaren Überblick verschaffen und über die vernünftigste Anlage seiner Ersparnisse selbst entscheiden.
Herr Oldenhoff. Herr Oldenberg, hat der Kleinsparer als solcher, oder besser gesagt, glaubt der Kleinsparer der Institution als solcher? Herr Schmoller, wenn man einmal von der Ertragsstabilität als restriktiver Notenbankpolitik im Sinne der Verminderung des realen Volumens der industriellen Bruttoanlageinvestitionen, die derzeit 5¾% unter dem Dow Jones Index liegen, absieht, kann ohne Wechselkursfreigabe oder stabilitative Selbstfinanzierungsmöglichkeit keine echte Kapazitätsauslastung ohne Inanspruchnahme paritativer Lombardkredite diskontiert werden. Mit anderen Worten, Herr Offenberg, Herr Oldenberg, der Kleinsparer... Der Kleinsparer spart beim Abrutschen der Netto-Selbstfinanzierungsquote auf dem Liquiditätsüberhang ohne Investitionsabhängigkeit. Ja, ich meine, das ist eine... Meine Herren, ich fasse zusammen. Der Kleinsparer spart also... Aber Herr Oldendorf. Oldenberg. Ja, Oldenberg. Sie werden doch nicht sagen wollen, dass mündelsichere Diskontreserve-Sicherungen ohne jede... Ich meine, unvermündelte diskontsekrete oder vielmehr diskontierte Mündelgewinne bleiben ohnehin bis zur Mehrwerthalbierung unvermündelt. Aber Herr Offenbach... Wer mündelt denn aber die unvermündelten, die mündelunsicheren Mündelgewinne? Das interessiert doch den Kleinsparer. Wer verunmündelt denn den kleinen, den unsicheren kleinen Mündel? Ja, also Herr Mündel... Oldenberg. Herr also das Stabilitätsprinzip... Sie als Vorsitzender... Ja, das Stabilitätsprinzip der Sparverbände. Die genossenschaftlichen Sparkassen... Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass die Verbandskassen der Spar- und Kleinspargenossenschaften dem Kleinsparer alle möglichen folgenden Sicherheiten garantieren. Meine Damen und Herren, unsere Sendezeit ist momentan überschritten. Danke ich Ihnen für dies und das. Ich glaube, es war nützlich, dass diese schwierige Materie uns einmal von Fachleuten durch vereinfachte Darstellung begreiflich gemacht wurde. Übrigens beträgt nach den neuen Gesetzen zur Entlastung mittelständiger Arbeitnehmer die Steuerermäßigung bei einem monatlichen Einkommen von 1.200 D-Mark für einen 30-jährigen Angestellten mit zwei Kindern 846 D-Mark pro Jahr. Infolge der progressiven Staffelung kann ein 97-jähriger Angestellter mit 53 Kindern und einem Einkommen von 1.400 D-Mark künftig mit einer Steuerermäßigung von jährlich 386.000 D-Mark rechnen. Die gleiche Summe ergibt sich rein rechnerisch für einen 5-jährigen Angestellten mit 126 Kindern. Damit verabschiedet sich Panorama von Ihnen. Guten Abend und auf Wiedersehen. Unauffällige männliche Eleganz ist keine Frage des Einkommens. Ein seriöses Herrenoberbekleidungsfachgeschäft hält für jeden modebewussten Kunden das Passende bereit. Entschuldigen Sie, mein Mann ist etwas voll in den Hüften mit ziemlich kurzen Armen. Es tut mir sehr leid. Womit kann ich dienen? Wir suchen einen Anzug für meinen Mann, Größe 52, etwas voll in den Hüften. Ja, ja. Mit ziemlich kurzen Armen. Ich zeige Ihnen mal was, wenn Sie inzwischen hier Platz nehmen wollen. Danke. Hast du frische Wäsche an? Mein Gott, lass doch deine Nase in Ruhe. Wenn Sie hier mal reinschlüpfen wollen. Mein Mann braucht eigentlich gar keinen Anzug. Zu Hause trägt er nur Strickwesten, dann hat er den, den er anhat, und fürs Büro den dunkelbraunen. Der ist noch tadellos. Das ist die Herbstmode. Sportlich im Schnitt, gefällig in der Form, Pariser Maßkonfektion. Müssen die Hosen so sein? Die modische Hose trägt man jetzt kürzer und im Gebrauch fällt sie ja noch. Darf ich mal? Sehen Sie? Beweg dich doch mal. Oh. Die Hose sitzt angenehm knapp im Schritt und ist ausgesprochen gesäßfreundlich. Das tragen jetzt alle Herren in Paris? Wer sich's leisten kann. Ah. Ja, so sieht es gut aus. Aber wenn er erst wieder seine Taschen vollstopft. Gnädige Frau, die Brustpartie ist beidseitig mit Steifleinen verarbeitet. Entschuldigung. Dann steck doch mal die Brieftasche rein und die Schlüssel. Moment. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, danke. Oh, pardon.
Die sieht aus wie eine Wurst. Aber nicht schlecht, Gnädfrau. Und was halten Sie von einem schottischen Kammgarn-Mohair mit englischer Webkante? Wenn Sie da mal reinschlüpfen wollen. Das ist der klassische Schnitt. Er schmeichelt auch Ihrem Gatten in der Hüftpartie. Moment. Nein, nein. Nein, nein. Oder die gleiche Qualität noch einmal im Jet-Design. In was? Sie erkennen es am Doppelfaden in der Knopflochverarbeitung. Ah. Ach ja. Und das Beinkleid. Oh, bitte. Ach so. Ist der Kammgarn woher frei? Ja, bitte. Wir wollten ja eigentlich gar keinen Anzug kaufen. Er hätte Wäsche viel nötiger. So. Sie sollten sich mal seine Unterhosen ansehen. Man glaubt es einfach nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist reine Schurwolle, Kunstfaser verstärkt. Sehr dankbar im Tragen. Aber die Hose steht unten so auf. Man trägt das Beinkleid jetzt gern etwas reichlicher. Es hebt sich ja auch noch durch das Eintragen der Sitzfalte im Knie. Darf ich mal? Oh, bitte. Geh doch mal ein bisschen. Lass deine Nase in Ruhe. Einfach schick. Entschuldigen Sie, das liegt an meiner Hose. Was machst du denn da? Das ist ein ganz leichter Topical im Golfschnitt. Wenn Sie da mal reinschlüpfen wollen, es wird sehr gern genommen. Nimm die Brieftasche raus. Da ist sie. Schick. Sie muss da sein. Einfach schick. Kann nicht mehr. Ich könnte Ihnen auch noch etwas in Tweed zeigen. Ich hatte es in dieses Clarita-Jackett gesteckt. Und die Schlüssel? Die habe ich in der Hose. Nee. Kann nicht mehr. Da. Entschuldigung. Lassen Sie das doch. Ich will nur die Brieftasche und die Autoschlüssel. Was? Jutta! Ich muss darauf bestehen. Jutta! Ich habe alles hier reingesteckt. Was haben Sie wo reingesteckt? Alle meine Sachen habe ich hier reingesteckt. In die Hose von meinem Mann. Das müsste ich doch gemerkt haben. Oh Gott. Moment. Entschuldigung, ich hätte gern meine Brieftasche und meinen Personalausweis, wenn ich mal so frei sein darf. Nehmen Sie die Hand aus meinem Jackett. Sofort. Nehmen Sie die Hand da weg. Nehmen Sie die Hand da weg. Und meine Autoschlüssel. Nehmen Sie die Hand aus meiner Hose. Hier, Herbert, hier. Ich hab sie. Ich auch. Ich habe hier noch eine erstklassige italienische Ware. Perlon verstärkt mit Gesäßfalte. Trage ich selbst gern. Nein, nein, wir nehmen jetzt diesen. Gern. Damit sind Sie hervorragend bedient. Wollen Sie ihn gleich anbehalten? Jawohl, ja. Und die Hose hebt sich noch im Schritt? Im Knie, Gnädfrau, im Knie. Durch das Eintragen der Sitzfalte. In der Bewegung. Hier, sehen Sie. So, ich pack schon mal den alten ein. Mach doch mal. Du musst dich bewegen. Na, weiter. Sehr. Die Kasse ist vorne links. Wann ist die Hose denn nun eingetragen? Tja, so etwa. Wie weit haben Sie es denn zu Fuß nach Hause? Tja, eine gute Stunde. Dann sitzt die Hose wie angegossen. Ach was? Komm. Guten Tag. Und vielen Dank für Ihre Mühe.